Also nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe eben alles fröhliche Gesichter in der Erwartung dessen, was kommt. Ich darf Ihnen heute Morgen nochmal begrüßen, meine lieben Kollegen, die heute gestern Abend noch zu uns gestoßen sind. Die Vizepräsidentin des Deutschen Tanzsportverbandes, Heidi Estler. Trotz vieler Arbeit, unser Präsident des Deutschen Tanzsportverbandes, Franz Allert. Herzlich willkommen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen, ereignisreichen Tag und ich darf jetzt weitergeben an Horst Behr, unseren Bundestrainer in Latein. Einen schönen guten Morgen. Ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen. Heute Morgen, ich habe ja gestern gesagt, vieles hat sich geändert. Früher fingen die Turniere nachmittags dann frühestens an, 15 Uhr. Heutzutage geht es ja meistens schon um 9, 10 Uhr los. Also 10 Uhr ist für Sie ja schon fast Mittag. Also wir hoffen mal, dass Sie alle sehr fit, sehr wach sind. Denn es geht heute Morgen, ich dachte eigentlich, mit einer farbenfrohen Lecture gleich los. Aber man wird doch immer wieder überrascht. Meine Damen und Herren. Ich freue mich heute, einen Kollegen vorzustellen aus dem Verbandstrainerteam, der seit vielen Jahren in diesem Team ist, überall auf der Welt arbeitet, mit seinen kreativen Ideen viele Paare begeistert. Und wir hoffen, dass er auch heute Sie begeistern wird, unsere Kaderpaare begeistern wird. Begrüßen Sie mit einem ganz herzlichen Applaus zum wiederholten Male 39 Jahre in diesem Jahr geworden, Herrn Dirk Heidemann. Ich dachte, ich vergesse das jetzt, Horst, noch zu sagen, und das noch gesagt. Ja. So, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über die positive Energie, die mir hier entgegenschlägt. Von Monika natürlich ganz besonders, und von mir auch. Es hat sich ja vieles verändert. Die Treppe ist weggesprengt. Ich musste irgendwie im Triathlon irgendwie erst durch den Park hier ankommen. Ich habe es eigentlich gar nicht gefunden, den Saal. Weil 2008 gab es noch eine Treppe, glaube ich, ne? Ne? Die ist irgendwie weg. Gut, aber wir sind ja da. So, meine Damen und Herren, das Thema ist Ladies First. Und ich wurde von Horst gebeten, einen Unterricht zu machen. Das heißt, es wird nicht lustig, ja? Oder vielleicht nur nebenbei mal. Und ich möchte auch ganz relativ klar zeigen, was ich für gut bin. Das ist Musik, die gespielt wird auf großen WDSF, ja, nicht der Verband, Turnieren gespielt wird. Okay, so, ich bitte mal kurz das Mikro. Alle
So I told my friend John, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. Ich freue mich, dass das so gut angekommen ist. Allein die Musik, also die Oma war ja ganz schön. Die Musikauswahl ansonsten ist etwas. Entschuldigung, ich muss ruhig erstmal. Dieses erste Lied, Sex on the Beach, ja, hat ja durchaus seinen Stellenwert und hat ja auch irgendwas. Ist ja nicht wirklich schlimm, ne? Aber das habe ich gehört bei der spanischen Union 2 Lateinmeisterschaft im Finale. Das war dann auch der Dynamik. Der war nicht unbedingt der große Gewinner. Und es war auch so, dass die Weltrichter alle scheinbar dann zusammengekommen sind, wo wir das gesehen haben. Das zweite. Look up people oder sowas, wo the what the fuck ist irgendwas, singt dann. Ja, ja. Jugend-WM-Finale. Und Olga und ich haben auch den Chancha gehört für Union 2. Hey, wir haben auch Jugend-WM, genau. Und Union 2, ohne uns zu mir. Ne? Und das sollte eigentlich sein. Das heißt, für diejenigen, die eine DJ-Lizenz haben, hier kann ja sein, solche Musik bitte nicht, aber nachher auch noch einen Jive. Ich habe auch noch einen Jive gemacht, den man auch nicht spielen sollte. Kommen wir vielleicht noch drauf zurück. So, das Thema ist ja männlich-weiblich, beziehungsweise Ladies first. Wobei das ja aus zwei Dingen besteht. Und zwar einmal das Wort Lady oder Ladies und first. Lady ist auch wichtiger, ein wichtiger Bestandteil dieses Wort, dieser Wortsymbiose. Bezüglich Ladies, weil ich nicht sehe, ich sehe nicht immer Ladies auf der Fläche. Ich sehe manchmal weibliche Gestalten fragwürdiger Herkunft, wo ich mir sage, so wollen wir es auch nicht haben. Ne? Also es hat nicht nur der Mann jetzt die Dame in den Vordergrund zu rücken, die Dame hat es auch wert zu sein, in den Vordergrund gerückt zu werden, wenn ich das mal sagen darf. Ja? Und da sehe ich auch eben nicht durch diese charmanten Damen auf der Fläche oft sehr starke Entgleisungen, die ich auch mal erklären werde gleich. Wenn ich mir zu Sinn komme. So, jetzt. Ich bin ein Mann. Ja. Was für ein Typ, Mann, sozusagen. Ein lustiger. Ich meine jetzt von meiner sexuellen, erotischen Ausstrahlung. Schönen Dank. Immer womanizer, ja? Okay? Okay. So, jeder Mann, und das ist ja auch richtig so, hat eine andere Ausstrahlung. Das heißt, wenn ich jetzt Nikita sehe, Sergei sehe und so heißt heute Marius, sind das drei ganz unterschiedliche Arten von Männern. Ja, ich könnte jetzt sagen, den einen finde ich künstlerischer, den anderen finde ich vielleicht charmanter, den dritten finde ich irgendwie ein bisschen more sexy oder irgendwas, also knackiger oder irgendwie so ein anderes Modell. Genauso bei den Frauen, es gibt so verschiedene Typen. Und das Wort oder generell die, wie soll ich sagen, das Thema Ladies First
hat auch etwas mit Erziehung zu tun. Ich springe jetzt etwas. Insofern, als dass der Tanzsport, der wie Horst gestern ja auch sagte, wir hatten vorher die Deutschlandhalle in Berlin und ich bin ja auch aus einer Generation, wo wir noch Bälle hatten, ne, mit Kapelle. Also da waren die Berliner Mannschaft, Franz weiß das, war in Villa Schöneberg, beim Hilton Hotel, alles abgerissen, also hinten steht noch, aber alles abgerissen. Und wir hatten dort Kapelle, Orchester, ob gute oder schlechte. Man hatte durch die Tanzschulen, dadurch, dass die Turnierpaare alle aus Tanzschulen kommen, schon mal eine andere Erziehung. Ja, wir haben alle nach den Turnieren einen Smoking gehabt, auch als Kinder schon. Ne? Das ist jetzt vielleicht dadurch, dass etwas versportet ist, anders. Und dadurch, dass es in Sporthallen stattfindet, sicherlich nicht mehr so zeitgemäß. Aber es war auch schon so, dass wir als Kinder eine andere Erziehung mitbekommen haben, als das heute ist. Ich habe selber noch eine Tanzschule, also drei Wochen, dann bin ich so los, Gott sei Dank. Und da habe ich auch mitgekriegt, dass eben Jugendliche kaum in Tanzschulen zu bekommen sind, ne? Weil es uncool ist. Umgangsformen gibt es gar nicht mehr oder sind eigentlich auch uncool. Man tanzt entweder noch Hip-Hop. Ja? Und wir haben eben noch gelernt, und Sie sicherlich auch, dass man eine Dame auffordert, dass man sie zum Tisch begleitet und all diese Dinge. Und das verlange ich von jedem Typ Mann, ob das jetzt ein schön geistiger Mann ist, ob das jetzt ein sehr männlicher Mann ist, ob das jetzt von mir ist ein flippiger Mann ist. Ja? Also Ladies First heißt nicht, dass die Frau im Vordergrund steht und der Mann muss immer nur, sagen wir mal, wie... Und die Frau ist in irgendeiner Weise immer nur nett zu behandeln. Ich kann auch, ich gebe dem mal Martha kurz bitte. Ich habe auch als Mann, so, ja, wissen wir im Körper ein Stretching und wir haben eine, welcher, deswegen fragt sich sie auch, welcher Typ ich jetzt bin, wir werden es jetzt herausfinden, wir haben einen Fokus. Fokus ist unglaublich wichtig, das heißt, ich kann jetzt Martha eine positive Energie geben und ich kann Martha eine negative Energie geben. Genau. Ja, so, und ein Fokus ist schon mal eine Wertschätzung, wenn ich einen positiven Fokus sende, einen positiven Energie sende, eine Wertschätzung. Ja? Danke, Martha. Das heißt, ich versuche Ihnen jetzt eine positive Energie zu geben. Ja? Wenn ich jetzt so stehen würde und würde ich auch einschlafen. Ja? Ich versuche also eine positive Energie zu senden mittels Fokus. Ja? Durch meine Augen quasi. Ja? Und das kommt dann auch meistens. Ja? So, ich bitte mal alle drei Jungs auf die Fläche. Ist da. Was ist das? Okay. So, wir stehen alle mal schön zu dritt da. So, streckt uns mal lange Rückenwirbelsäule so lang, Schultern unten, ganz genau. Und nehmen wir unsere Arme einfach nach oben. Genau, das machen wir jetzt, wenn wir Tänzer sind, so, dass wir das vom dreieckigen Schultermuskel, das ist der hier, beginnen in den Ellbogen, in die Unterarme, in die Hände. Die Hände sind neutral, ja? Thema männlich-weiblich, ja? Das ist eine Hand, die eine Hand hier, ich meine das jetzt so, ja, wenn ich den Arm hochnehme, ist das eine natürliche Hand. Ja, das ist auch eine wirklich männliche Position. Ich kann einfach versuchen, mal machen, das ein bisschen kraftvoller zu machen, überzogener zu machen. Genau. Nochmal mit einer negativen Energie. Negative Energie. Genau, das wäre quasi doppelt okay für den Rest nicht unbedingt. Versuchst du das mal zu machen mit einer etwas künstlerischen Note? Sehr schön. So, versuchst du das mal mit einer sehr kreativen, sehr anderen Note zu machen? Herren, männlich. Ja, sicher, wenn ich mich in Berlin-Marzahn auf dem Fußballplatz stehe, hätte ich ein Problem. So, ja. Ne? Aber wir sind ja Tänzer und Künstler und da ist das dann schon männlich. Das heißt, wenn ich diese Grundlage der Arme habe, dann macht eine Hand
die ganzen Sachen dann männlich oder weiblich. Ja? Das heißt, die Dekoration ist die Hand. Also durch die Hand und ein Arm ist schön, wenn ich jetzt also so stehe. Augen und Zahn. Okay. Und jetzt die Hand drehen zum Beispiel. Ja? Kriegt das dann eine andere Attitüde? Herr in allen Tänzen, jedes Mal mit einem Thema, an der Dame im Unterschied interessiert ist. Ich bin der Auffassung, dass mit Ausnahme von Tango die Lateintänze wesentlich offensiver sind als die Standardtänze. Ja, das hat sich auch ein bisschen geändert, aber Latein ist schon offensiver erotisch als die Standardtänze. Ja? So, jetzt gibt es da einen Sean Menschen, der Judith Vermey, da habe ich sehr viel gelernt, der das ganze Tanz so ein bisschen anders noch beleuchtet hat. Und ich gehe mal zu Vicky. So, wenn ich jetzt jemanden, den ich mag, und den ich jetzt erotisch mag, den ich jetzt, ja, also erotisch, gehen wir von der Erotik aus, ja, kann ja auch passieren. wenn ich das mag, dann ja, wenn ich die leeren Hand küsse, ja, so etwas. Ja? Und bin ich dabei und greife zu einer Dame, wenn sie der Herstellerin ist oder ihr Make-up-Artist ist. Jedenfalls in drei Familien nach dem Holzbuch. Mikro. Bitte? Mikro. Es geht um mich. Ja, okay. Das heißt, das ist auch eine Sache der Erziehung ein bisschen vornehmen sein, wie man eine Dame anfasst. So, wir kommen alle mal auf die Fläche mit alle Damen. So, und ich, genau, lesen wir uns zu, vor. Das wird jetzt ganz wissenschaftlich. Aber nicht die Brille heißt, die Veranstaltung heißt Altersweitsicht. Das ist also nichts mit meiner Intellektualität zu tun. So, und zwar. Natürlich auch ein bisschen schlau gemacht über intellektuelle Menschen, die das geschrieben haben und so. Und zwar der Psychoanalytiker Erik Eriksen führte ein Experiment mit etwa zahlreichen, etwa 11-jährigen Mädchen und Jungen durch. Ja? Er bat sie, mit Bauklötzen eine spannende Szene zu bauen und war verblüfft über die Ergebnisse. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bauten alle Jungs immer wieder Szenen mit zahlreichen hochaufragenden Gebäuden. Zwischen denen Autos flitzten. Ja? Die Mädchen dagegen bauten kreisförmige Szenen mit einem Tor, wobei das Tor sehr verschieden und nicht selten aufwendig ausgeschmückt war. Zum Teil näherten sich wilde Tiere dem Tor. Interessant, ne? So, ich war nicht dabei, aber egal. So, im Kreis selbst saßen Menschen nebeneinander, die miteinander verbunden waren und nach innen in den Kreis schauen. Ja? So kann man also halten, was man will von solchen psychologischen Gedöns, aber es hört sich ganz interessant an. Also man kann sich vorstellen, die hochaufragenden Gebäude als Phallus-Symbol, ja, und vielleicht dann, steht es auch drin, ich werde es nicht die ganze Zeit vorlesen, dann erinnert eben diese, diese Rolle, die mit dem Tor erinnert, eben mehr an die Gebärmutter und dass die Frau eben die das Gebärende ist und das Weibliche eben eher das Bewahrende ist und das Männliche eben eher das Aggressivere ist. Ja, das ist ja auch Natur, das ist auch in der Natur des Menschen. Ich möchte euch jetzt mal bitten, Rumba Basic zu tanzen, und zwar, was wir gestern gemacht haben, Open Hip Twist zum Fan. Ja, Hockey Stick, alle Mara Sliding Doors, kriegen wir das hin. Ja, machen wir mal ohne Musik. Minuten. Red. 3, 4, 5, 6. Sieh, geht's los, nochmal bitte, Fehlstart, Achtung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4, eine anarchistische Zelle da vorne. Und 1, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, jetzt sind wir alle bei der Zeit angekommen. Sehr schön, alles klar, prima. Ja? Dankeschön, erst einmal. So. Horst gestern schon das toll formuliert hat bezüglich des Rahmengebens für eine Dame. Ja? Wenn ich eine Dame mit einer Dame tanze, oder ich tanze immer, um es am besten zu zeigen, dann habe ich erst einmal die Hand zu geben, als wenn ich sie gerne anfassen kann. Ja? Nicht als wenn sie sich nicht gewaschen hat. Ja? Ich fasse also die Hand an, habe einen Rahmen, genau, habe einen, das nennt sich Long Arm. Für die Dame, Long Arm ist Englisch, heißt langer Arm. Das soll die Dame vor sich tragen, der muss natürlich zwischendurch ein bisschen gebeugter sein, wenn sie näher ran kann. Ja? So, dann haben wir oben, das können Sie auch, das ist nicht Ihre Aufgabe, das ist ein Werbesrichter, immer die Achtelnoten zu tanzen, ne? Weil auf den Achtelnoten entsprechend sind die Beats, die wichtig sind. Und deswegen zähle ich auch 7, 8, 1, 2, beginnen, mache also 7, 8, 3, 5, 6 vor und mache 3, 4, 5, 6, 7, genau, 8, 1, 2. Gebe der Dame einen Impuls in den Rückwärtsschritt und jetzt checke ich ab und lasse die Dame austanzen, downsetteln, solange sie gerne möchte. Gebe ihr also die Möglichkeit, die Freiheit auszutanzen, wie sie will. So, dann hole ich sie raus. Dann schließe ich, dann führe ich sie um sie herum und lasse sie gut aussehen. Ein Rahmen, einen Frame, führe sie in Fan. So. Auch hier lasse ich die Dame ins Spotlight. Ich sehe es unheimlich gerne, wenn der Herr die Dame anschaut oben in der Fan. Ja, ich mag nicht so gerne Filme, wo wir dann zum Publikum tanzen. Ja, ich finde es schöner, wenn wir uns anschauen. Ich sehe, wie sie reagiert. Dame wird leicht ohnmächtig, auf meine Dominanz. Achtung, und Schnicki-Fluck, that's it. Schnicki-Fluck heißt das Zauberwort. Und zurück. Also, Dame kommt zu mir. Schneller dann. Ja, das heißt, sie muss gut aussehen und ich setze sie in Szene. Konnte man das gut erkennen, ja? Schön, mach es nochmal. Also. Ich lasse hier dran. Mikrofon. Infern. Da. Hui. Schnigido. Spezialistin, so klein, schlussig, positiv, wie sie müßig, was du alles so machst. Ich gebe dir mal Zeit, was Tolles zu machen. Genau, hole sie da wieder raus. Bum, bum, Alemana. Kleiner Rahmen, kleiner Frame. Dame dreht Alemana. Genau. Geht vorwärts. Genau. Geht zueinander. Genau, jetzt kommt es leider durch. Das ist eine Figur, die durchaus zum Publikum geht. Ich kann jetzt also schlecht, wenn ich da immer umdrehe, wenn ich mir das Genick. Das heißt, ich gucke geradeaus. Und wir haben positive Energie zum Publikum. Why not? So, jetzt machen wir den. Zack. Ich sehe sie zwar nicht, ob sie das haben, aber ich nehme sie wahr. Ich mache Bewegung zu dir. Genau. So, opening out. Gebe ihr ein Framing. Ich gebe ihr ein Frame, einen Rahmen. Das wird jetzt ein Meisterleistung für die Buch. Eine Spirale, gebe ihr ein Frame.